Chat. Versuchen es mal so. Kann sein, also das war jetzt tatsächlich der gleiche Fehler, wie ich bei GTA hatte, ne? Im Übrigen. Das ist das erste Mal, dass es hier passiert ist, aber ja, es war der gleiche Fehler. Also ich gucke jetzt erstmal so, wenn es nochmal passiert, fahre ich mal alles runter. Aber in dem Fall hat es gerade nur OBS gecrashed. Einfach so, als wäre nichts gewesen, ja. Nee, ich bin nicht vor dir. Kann ich nicht. Doch. Naja, wir sind runtergeflogen. Also es hat alles gecrashed gerade. Bonus? Meinst du einen Tittenbonus? Ja, weiß nicht, ob der hier zählt. Keine Ahnung. Immer Bonus. Achso, verstehe. Okay. Ja, na klar. »46. Manu, übrigens vielen Dank für dein Follow und hallo. Ich muss nicht streamen, aber bevorzugt werden. Ja. Deswegen kriegt Frieda auch ständig Pferde geschenkt und so. Das ist der einzige Grund. Ich weiß zwar nicht genau, was man davon hat. Weil ich glaube nicht, dass ich auch nur ansatzweise die Größe hätte, dass ich da durch irgendjemanden einen Vorteil bringe, aber ja, es könnte sein. Okay. Themawechsel, ganz schnell. Aber Wasser ist, ja. Ist das wieder einige in den falschen Hals bekommen? Was? Ich habe gehört, die kann man sich hochschlafen, direkt mal in die Insta-DMs leiden. Grund brauche ich ein Admin-Interface. Muss ich nicht streamen, nur spawnen. Mhm. Aber ich bin sehr erstaunt, dass wir da hinten keine Abstürze hatten, ne? Als wir da die Besprechung hatten, da lief ja echt alles sehr, sehr easy. Geschummelt wieder. Naja. Immer diese Atmen. Immer diese Atmen. Unfassbar. So, sonst heute irgendwas Interessantes passiert in der Welt, von dem ich noch nichts weiß. Ich guck mal gerade. Nicht wirklich. Ich muss rein, ey, sonst schlafe ich wieder ein.
50% auf das Spiel Takes Two. Bin ich gerade. Den, ich sag schon mal. Wir sehen uns noch, Freundchen. Ich hatte heute übrigens, das kann ich euch ja mal erzählen, ich hatte heute ein super leckeres Teriyaki. Und dazu. Shit, wie hießen die Dinger denn jetzt nochmal? Muss ich gucken. Hab ich dann nicht gemerkt. Moment. Falsche Mail. Oh, da. Ismir Lokma heißen die Dinger. Das sind so kleine frittierte Bällchen, so Teigbällchen mit türkischem Honig gefüllt. Oder generell irgendwie in türkischem Honig gewälzt oder so. Auf jeden Fall super saftig. Super süß, aber sehr, sehr geil. Und die gibt es auch dort noch irgendwie gefüllt. Das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Das ist so ein Restaurant hier. Ja, wie die, ich weiß das schon, IC. Alles gut. Also noch nicht alles, aber prinzipiell weiß ich das. Ja, ein Restaurant in Berlin, die. Also qualitativ ist das etwas höherwertiger, sagen wir es mal so. Und da gibt es auch Kumpir. Kennt ihr Kumpir? Wisst ihr, was das ist? Mega lecker. Da habe ich bis jetzt auch nur in Berlin gesehen, dass es sowas gibt. Kumpir sind einfach nur Backkartoffeln, also ganze gebackene Kartoffeln quasi. Wie man die normalerweise kennt mit Creme Fraiche oder sowas. Aber da kannst du dir dann quasi 5 Sachen mit reinmachen lassen. Und zwar alles. Also gefühlt kannst du alles mit reinmachen. Super lecker. Honigbällchen mit Blattgold, da geht das ganze Subgeld hin. Ja, wenn es mal so wäre. Wenn es mal so wäre. Aber hallo Jen. Ich hatte Schnitzel mit Spätzle, lecker Soße und Kartoffelsalat. Auch sehr geil. Top 10, ich bin auch wieder raus. Alles klar. Raus mit euch. Die K-Pizza war es bei mir. Oh, Kira. Aber hey. Manchmal ist die auch gut. So, rein jetzt hier, los. Bei mir gab es nur Wasser mit Brot. Kaffee ist arm und weg. Dann IC auch wieder raus. Alles klar. Achso, du bist rausgeflogen, IC. So rum. Hier. Ja, wir warten. Hat Reis mit Ananas. Auch lecker. Ich lebe von Photosynthese. Luft und Liebe, ja? Ja, für zwischendurch ist das auch okay. Keine Ahnung. Ich habe auch Tage, wo es da nicht geht. Also ich muss sagen, jetzt in den letzten Woche habe ich jetzt nicht so viel gekocht. Sonst koche ich eigentlich auch ganz gerne immer selbst. Aber, irgendwie hat das mein Tagesablauf nicht so ganz zugelassen, dass ich mir so viel Zeit beim Kochen nehme. Und ich, wenn ich koche, dann koche ich echt auch ein bisschen länger. Bei uns gab es was Warmes auf dem kalten Teller. War lecker, nur zu heiß. Ja, selbstgemachte Bolognese mit Hackfuß.
Dank, Jan. Ah. Er sieht aus wie Chili. Ich glaube, die beiden werden sich verstehen. Ich hoffe doch. Wollen wir nach oben zu den anderen? Ja, können wir machen. Okay. Wir lassen aber heute Abend mal die Tiere im Stall. Nicht, dass es noch mehr Tiere verschreckt wegen dem Unwetter. Ja. Muss dir nachher dann noch was erzählen. Ja, willst du mir das jetzt erzählen, bevor wir zu den anderen gehen? Oh, nein, nein, das reicht später. Das ist ein bisschen länger. Gentlemen. Wir haben Indianer hier gehabt und wir haben mit denen ein gutes Wort geführt. Wir haben mit denen ein gutes Gespräch geführt und wir sind uns einig gewesen, jeder hat für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Hallo, junge die Mäuler wollen gestoppt werden, die Mägen wollen voll gemacht werden, ja? Ja. Aber wenn hier angefangen wird, mit Kutschen die Fälle abzufahren und wir haben gottverdammt die Kadaver hier bei uns auf dem Land liegen und das sieht die Grizzlies und die Wölfe an. Herr Mr. Coffee, kommen Sie mal mit dem mit. Nein, dann werde ich ein wenig ungemütlich. Verstehen Sie? Das war eine Einigung, die wir mit den Indianern hier getroffen haben, weil die eine ähnliche Meinung vertreten. Wenn ich dann aber nachts hier um 12, 1 Uhr irgendwelche gottverdammten Bastarde, und mir ist scheißegal, ob die rot, weiß, schwarz oder sonst was sind, hier sehe, die mit ihren Gewehren Pferde, Hirsche, Elche wild abschlachten, dann ist mir scheißegal, welche Hautfarbe diese Gentlemen haben. Die kriegen von mir meine Flinte zu spüren, den schieße ich eine gottverdammte Schrotlange in den Arsch. Genau. Und darum geht es. Und ich weiß nicht genau, jetzt haben sich hier dann, nachdem das gestern passiert ist, haben sich wohl heute in meiner Abwesenheit bei meinem Kompagnon Mr. Sutherland, haben sich wohl Indianer vorgestellt, die gesagt haben, ja, wenn hier irgendjemand rumbellt, dann ziehen wir ihm das Fleisch von den Knochen. Da riech ich etwas allergisch drauf. Ich bin ein Gentleman, weißt du, wissen Sie, mit dem man reden kann. Ja. Und das erwarte ich auch von meinem Gegenüber. Und das war eben nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, was ich von der Situation halten soll. Also. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Im Grunde genommen war es ja bei mir vor wenigen Tagen, haben sie sich ja nicht so hart ausgedrückt, die Indianer, aber die meinten ja auch, wer hier wildert, der muss halt damit rechnen, dass wir halt da eingreifen, meinten die Indianer. Der Herr Mr. Bennett sagt ja, die wildern ja selber hier rum und lassen die Kadaver hier rumliegen. Also, sowas macht mich wütend. Man sagt etwas und hält man sich selbst nicht an die Sache, ja. Komm runter, John. Wissen Sie, Gentlemen, wir alle müssen unsere Familien ernähren. Wir alle müssen unsere Tiere ernähren. Wir alle müssen für unser Wohl sorgen. Und solange das alles im Rahmen bleibt, ist alles in Ordnung. Ja, wir wollen nicht, wir gehen ja nicht durch die Wildnis und schießen jetzt hier alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, halt über den Haufen, also. Ja. Wir reagieren generell allergisch auf Schüsse hier bei uns. Sei es ein Grizzly, Wölfe, ist kein Problem. Aber auch die haben ihre Daseinsberechtigung, verstehen Sie, Gentlemen? Ja, die ist. Wenn sich irgend so ein Drecksbastardviech bei uns auf der Ranch rumtreibt, dann kriegt es den Leib Schrot in ihren Arsch. Aber treffe ich ihn in den Wäldern, soll er leben, es ist mir scheißegal. Verstehen Sie? Ja. Aber es kann nicht sein, dass ich verstehe nicht, die Indianer sollen sich untereinander erstmal klar werden, was die überhaupt Phase ist. So. Dann kann man Verhandlungen führen, aber es kann, ja. Verstehen Sie, was ich meine, Gentlemen? Schwierig, es ist schwierig. Wir verstehen Sie, Mr. Bennett. Also ich würde das Gespräch ungern gerade mal kurz in eine andere Richtung lenken. Mrs. Frieda und Clay würden so einmal ganz kurz... Hallo. Frieda. Hallo. Ich wollte sagen, Frieda, wir sind gottverdammt nur an Böcke. Ja. Gott, ich liebe diese kleine Lady. Gentlemen, entschuldige mich ganz kurz. Schön, Sie zu sehen. Danke, ebenso. Ich bin froh, dass hier oben so viel los ist. Ach, es ist die verdammte Hölle hier oben. Heute. Darling, darf ich ganz kurz eingrätschen? Ja. Aber nur kurz. Ich meinte meine Frau Frieda, aber... Achso, Entschuldigung. Nein, ist gut. Was kurz weggehen? Nein. Frieda. Aha. Es fällt mir schwer, aber ich stehe sehr tief in deiner Schuld, kleine Lady. Das Pferd, was du mir geschenkt hast, das ist, wie soll ich dir sagen, Pferde bedeuten uns sehr, sehr viel hier oben. Wir haben nicht viel, das Einzige, was wir haben, ist unsere Ranch, unsere Familie und unsere Pferde. Mhm. Das Pferd, was du mir geschenkt hast, verdammt, es ist ein wunderschönes und vor allen Dingen sehr gut erzogenes Pferd.
Frieda, vielen, vielen Dank dafür. Ich werde mich bei jedem Anlass dafür. Aber du hast doch gestern schon Danke gesagt. Du musst jetzt nicht jeden Tag Danke sagen. Ja, ich hatte noch nicht gesehen, wie sehr gut erzogen das Pferd ist. Und wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Naja, also ehrlich gesagt war ich nicht diejenige, die Arbeit da reingesteckt hat. Ich habe es ja von Barry bekommen und... Das musst du jetzt einfach gar nicht sagen. Okay. Du hast ja ganz gut gemacht. Ja. Ja. Tatsächlich. Claire, hast du mit Frieda schon gesprochen bezüglich der Arbeit hier auf der Ranch? Da war ich jetzt gerade dabei. Okay, entschuldige. Ich wollte nicht stören. Ich wollte nur noch mal kurz... Ja, es war mir wichtig, das noch mal kurz zu sagen. Natürlich. Okay, ich gehe mal wieder zu dem Gentleman. Nee, bleib du mal bitte ganz kurz hier, weil wir brauchen dich jetzt. Ich habe die Urkunde, habe ich alle schon drin fertig gemacht. Du musst nur bitte gerade mit Frieda einmal das Wachssiegel drauf machen. Ja. Und dass er einmal kurz nochmal ihren blutigen Handabdruck draufsetzt. Setz mir einmal deine Glückszahl, kleine Lady. Die 1302. Okay, ich hoffe, ich kann mir das merken, wo ich drin bin. Ja, wenn ich Frieda, gehe noch mal ganz kurz mit. Ja, mache ich. Dankeschön. Im Alter vergisst man gerne mal was. Oh, ja. Vielleicht erstmal ein bisschen arbeiten und noch ein bisschen Geld verdienen. Dasselbe Geld sich schon Waffen kaufen. Wir denkst du, brauchen alle eine Waffe? Wer sind die ganzen Leute? Ja, wie soll ich sagen? Das sind die Leute, ich hoffe, mit denen wir in Zukunft Geschäfte machen können, um unsere Ranch zu finanzieren. Verstehe. Je nachdem, was wir da erleben werden, werden wir aber in die Tage dann halt. Gott verdammt, wer lässt denn hier die ganzen Stille auf? Ja, und jetzt werden wir wieder beim Thema. Sag's mir doch mal deine Glückszahl, Frieda. Ja, 1302. Wunderbar. Sehr gespannt, was passiert. Oh, wie cool. So, dann Lady. Ich freue mich. Hier ist meine Hand. Perfekt. Wunderbar. Ein Handschlag zählt mehr als viele Worte. Das stimmt. Dann Lady, ich freue mich sehr, sehr, dass du hier bei uns auf der Ranch bist. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wende dich am besten an meine Frau oder an Mr. Sutherland. Alles, was rund um die Tiere angeht, da können die dir, denke ich, weiterhelfen. Okay, und ich würde nachher gerne noch mit allen, die zur Ranch mit dazugehören, einmal sprechen. Das ist vielleicht ganz nützlich. Sehr gern, sehr gern. Es hat sich heute hier viel getan. Wende ich an Claire, also meine Frau, die wird dir da gerade mit Sicherheit kurz weiterhelfen können. Ich habe noch, wie gesagt, einige Gentlemen hier stehen, die noch das Gespräch mit mir suchen. Ich hoffe, du verstehst das. Kein Problem, Mr. Bernard. Na klar. Okay. Gehen Sie ruhig. Ich freue mich, wieder wirklich. Ich freue mich wirklich, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch sehr. Bereicherung für... Ich denke vor allem für unsere Tiere sein. Du hast ein Händchen für anscheinend. Das stimmt. Ich freue mich sehr. Was ist mit deiner kleinen Freundin? Ich habe sie heute noch nicht gesehen, aber sie hatte gestern ihre Kriegerprüfung. Ich bin gespannt. Oh, was heißt Kriegerprüfung? Ich weiß nicht genau, also dass sie jetzt eine große Indianerkriegerin ist. Das sehe ich sie. Das sehe ich sie auch. Mhm. Scheint ein sehr vernünftiges Mädchen zu sein. Das ist sie. Und ja, auf die nächsten Tage, wenn sich's ergibt, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich eventuell, wenn das möglich ist, Gott, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du doch die falsche Ansprechpartnerin dafür, wenn sie mich mal mitnehmen könnte zu ihrem, ja, zu ihrem Stamm. Ich werde mit dir sprechen. Das wäre gut, Frieda. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt hier einige Probleme mit Indianern und ich möchte dies friedlich lösen, weißt du? Ich möchte dem ganzen Streit aus dem Weg gehen. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen keinen Krieg zwischen Weiß und Rot, Schwarz. Gott verdammt, es ist mir scheißegal, was Leute für eine Hautfarbe haben, aber... Ich verstehe ja, das. Ich rede okay. Mit dir und dann sehen wir, was wir machen können. Bringen Sie einfach nochmal mit rum. Mach ich. Okay, Frieda. Okay, jetzt gehen Sie zu den Misters und führen wichtige Gespräche. Danke, junge Lady. So, wir gucken uns mal ganz kurz das Menü an. Frieda, wenn du was zu essen, zu trinken brauchst, wende dich immer an einen von uns, der hier vor Ranch ist. Du bekommst natürlich alles von uns gratis, ja. Du brauchst dir nicht irgendwo Essen, Trinken besorgen oder sonst was. Das bekommst du alles hier bei uns. Okay, danke schön, okay. Mister. Gerne. Oh.
Hallo, Mr. Dale. Hallöchen. Ich muss da nur einmal ganz kurz ran. Ja, kein Problem. Ich gehe rüber. Cool. Ich gucke jetzt nachher in Ruhe an. Oh, ich freue mich. Mich wirklich. 25, Benni. Ja, die Ziege ist noch da. Ah, sehr schön. Also aber ich habe in Blackwater genug Geld, dann gehe ich davon die Sachen kaufen. Ja, dann kein sagen Problem. Sie mir, was sie von mir bekommen und dann kriegen sie das natürlich wieder. Ja. Dann suchen wir uns gleich eine kleine Fläche. Da lege ich gerade. Und bauen dann den Knoblauch schon mal an. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. Die Erde fruchtet. Aber bei den Blumen muss das hier richtig schön wachsen. So, Frieda, du wolltest noch mit mir reden? Ja, mit allen von der, die zu der Farm gehören. Ich denke, das ist wichtig. Später. Oder wann auch immer Zeit ist. Aber Mr. Bennett muss noch Gespräche führen. Ja, die Glimmen, die reiten gleich los. Oh, dann wir auch so reden. Ich denke, Mrs. Bennett wird bestimmt ihrem Mann auch sagen. Ja, natürlich. Aber erstmal müssen Sie mir alles erklären. Also, wo kann ich genau helfen? Überall, wo du mit anpacken kannst, ja. Also, ich meine, dass du jetzt hier nicht den Heuballen schleppst, ist klar. Aber ja, das kann ich. Ich kann dafür Blume mitbringen und sie kann ihn schleppen. Also, dann machen wir das jetzt gleich. Dann mache ich mit euch beiden eine Einweisung. Dann kommt mit, dann zeige ich euch mal, wie alles funktioniert. Okay. Ja, super. Tom, ganz kurz. Ja? Ich hab jetzt noch $2 einstecken. Das $5 sind dann insgesamt nur noch die Sachen. So, dann warten wir noch auf Mr. Coffee. Ist eigentlich alles ganz simpel. Hoffe. Aber ich denke, ich krieg das hin. Ja, glaube ich auch. Es tut mir leid, dass es so laggy ist gerade. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. So, also hier vorne haben wir das Farmbuch. Mhm. In diesem Farmbuch auf der letzten Seite könnt ihr euch Aufgaben raussuchen und könnt selbst sagen, okay, heute oder jetzt fütter ich die Kuh und miste den Stall. Das macht ihr auf der letzten Seite. Und wenn ihr das euch ausgesucht habt und dort im Farmbuch eingetragen habt, welche Kuh oder welches Tier ihr aktuell oder heute gemistet habt, damit wir einen Überblick haben. Nicht, dass wir alle immer nur eine Kuh misten und die anderen, da wird sich gar nicht drum gekümmert. Dann müsst ihr in die Mitte blättern. In der Mitte sucht ihr euch dann, oder da macht dir ein kleines Kreuzchen, welche Aufgabe ihr jetzt erledigt habt. Und des Weiteren haben wir ein paar Tiere haben wir schon gekauft. Wir werden auch noch weitere Tiere kaufen, die Tiere dann einfach draußen auf die Weiden bringen. Wichtig ist dabei zu beachten, die Weiden in der Regel 20 Minuten. Das reicht ihnen fürs Erste. In der Zeit muss man in der Nähe der Tiere bleiben. Also man kann sie nicht unbeaufsichtigt lassen. Nicht, dass Wölfe oder Bären kommen und wir dann weniger Tiere haben. Ja, verstehe. Also das ist im Großen und Ganzen das Einzige. Also ihr habt verschiedene Aufgabenbereiche, die ihr machen könnt. Das ist entweder die Tiere mit Wasser versorgen, neues Heu auslegen, sie füttern, sie misten oder auch die Regale aufräumen. Okay, das klingt einfach. Ja, da kriege ich hin. Sollten wir hinkriegen. Ich denke auch. Wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr jederzeit mir oder zu den Bennets kommen und könnt fragen. Okay, das ist gut. Ist Mr. Jackson auch da? Nee, der war jetzt schon ein paar Tage. Das darf ich jetzt wieder nicht sagen, weil du bist erst 2 Hände alt. Ich weiß schon, weil Bennett hat gesagt, ihr vermutet, dass er vom Puma gerissen wurde. Das wäre ja noch das Schöne. Oh, verstehe.
Noch schlimmer als vom Puma gerissen zu werden? Oh, hat Jimmy O'Neill ihn erwischt? Nein, wir gehen davon aus, dass er irgendwo in Saint-Denis im Saloon sich mit irgendwelchen... Huren? Ja. Oh. Mist. Ah, aber es lebt dann noch jemand hier, oder? Naja, wenn er kein Geld mehr hat, kommt er schon wieder. Ja, das ist der Mr. Cole, der vorne in der Hütte lebt. Aber den haben wir jetzt auch schon seit einer Woche nicht gesehen. Das war unser Wildhüter hier in der Region. Der hat uns vor den ganzen wilden Tieren beschützt. Aber wir, dadurch, dass wir ihn jetzt seit einer Woche nicht gesehen haben, haben wir die Vermutung, dass er von einem Bären gerissen wurde. Verstehe. Okay, also kümmern wir uns hier alle miteinander um alles. Wir kriegen das schon hin. Genau. Wie gesagt, einen Revolver hast du von mir bekommen. Wenn du möchtest, können wir morgen auch noch ein Schießtraining machen. Ja, gerne. Und dann zeige ich dir mal den richtigen Umgang damit. Mhm. Okay, das klingt super. Gut. So, ich glaube, Mr. Bennett ist jetzt auch... Aber nicht zum Revolver schützen werden. Nein, Frieda macht das schon. Ja. So, ich glaube, wir sollten mal nach hinten gehen. Mr. Bennett ist jetzt auch fertig. Okay. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Ja. Oh, der Stream ist ja heftig lang. So, Frieda hat uns noch was zu sagen. Um Gottes Willen. Nein, das ist nichts Schlimmes. Ich wollte nur, dass jeder Bescheid weiß. Und vielleicht, wie gesagt, das ist sogar ganz nützlich. Ich weiß es nicht genau, das müssen Sie entscheiden. Also, wir hatten heute, ich habe ja gesagt, dass heute eine Besprechung ist von allen Stallmeistern hier in der Umgebung. Ja, das sagtest du gestern, ja. Genau, alle außer die Hexe, Miss Lucy. Aber das ist ein anderes Thema. Also, ich bin ja bei den Littles angestellt und jetzt ist es so, dass wir uns aufgeteilt haben. Ich weiß nicht, kennen Sie den McFarland Ranch im Westen? Leider noch nicht. Also im Westen, da halten wir uns eigentlich fern, weil wir, ich glaube, da sind die Mexikaner. Das ist vor der Wüste, also kurz davor ist die Ranch. Kenn ich tatsächlich nicht, nein. So weit bin ich noch nie geritten hier. Also, ich bin eingeteilt hauptsächlich auf der McFarland Ranch. Bei Barry und bei Attila, das sind zwei Brüder, die sind sehr nett, das sind auch Pferdetrainer. Und dort kann ich unter anderem die Pferde trainieren. Das heißt, ich lebe dort nicht oder sowas, aber ich trainiere dort die Pferde. Und ich weiß, dass die sind wirklich sehr nett, wenn also da die untereinander Hilfe brauchen oder irgendetwas. Dann glaube ich, kann man da den Kontakt sehr gut herstellen. Ansonsten kann ich Ihnen sagen, dass in Valentine der Stall jetzt abends zu ist. Auf jeden Fall diese Woche. Oh Gott sei Dank. Ja. Moment. Holy. Oh, das ist Aki. Aki. Du kennst ihn, Frieda? Ja, ich kenne ihn. Er passt auf mich auf. Ja. Yeah. Auf uns anscheinend nicht. Ich habe schon gehört, Sie haben Redebedarf. Aki. Aki. Hallo, Mister. Oh, kleiner Mensch. Götter immer bringen Aki zu kleinem Mensch. Aki, geschlafen hier. Warum du holen Seil? Alles gut, Mister. Alles gut. Ah. Mister. Ah. Sie sind natürlich jederzeit ein willkommener Gast bei uns, aber ein Gast hat sich auch dementsprechend zu benehmen. Ich habe gehört, Sie haben, wie man vorhin schon sagte, Sie haben Redebedarf. Aki benehmen? Wovon du reden? Dann erzählen Sie mir, was Sie gestern meinem Kompagnon erzählt haben. Mr. Sullivan? Sutherland. Was habe ich erzählt, Sutherland? Sie haben nur gesagt, dass Sie sich um Leute kümmern, die... da hinten am Wildern sind, dass sie das Fleisch von den Knochen ziehen. Apropos, da haben wir gleich mal eine Frage an Sie. Gestern Abend
haben Indianer da hinten ein regelrechtes Massaker. Wo? Hinten auf den Wiesen. Ich verstehe, was ein Mann. Da war, da haben die ein regelrechtes Massaker. Bevor ich bin gegangen, schlafen in deine Hütte. Nein, gestern. Ich habe das vorhin von Mr. Bennett erfahren. Ah. Passen Sie auf, Mister. Sieht du denkst, ein Aki machen Massaker mit Wild auf deinem Feld? Nein, das haben wir nicht gesagt. Mister, wir möchten Ihnen nichts unterstellen. Passen Sie auf. Ah. Ja, wir haben diese Ranch erworben. Wir möchten hier leben. Wir möchten leben. Ich muss meine Familie ernähren. Ich muss meine Mitarbeiter ernähren. Ja, wir möchten mit allen gut sein. Verstehen Sie? Jetzt kommen Sie hier gestern her und sagen, Sie möchten nicht, dass hier gewildert wird. Mister, das ist ganz in unserem Interesse. Nein. Warum denn jetzt? Verdammt nochmal. Pass auf, wir probieren mal gerade was, wenn es jetzt gerade down ist. Gib mir mal eine Minute. Ich starte mal den Stream wieder neu, in der Hoffnung, dass dann vielleicht das mit den Lags auch ein bisschen, nur um zu wissen, ob es jetzt an OBS gehangen hat oder nicht. Ja? Also einfach kurz warten. Ich sag Bescheid, wenn ihr F5 drücken könnt. Und dann starte ich mal ganz kurz den Stream wieder neu.